Hallo und herzlich willkommen zur Demo von Resident Evil 6. Ich bin Yesuanji. Und ich bin Kate's Gaming Place. Und wir machen jetzt den zweiten Walkthrough durch diese ganze Geschichte hier. Und diesmal nicht mit Leon und Helena, sondern... mit Chris und Pierce. Genau, mit Chris und wem? Pierce, okay, das ist der, den man nicht kannte, ne? Genau, das ist... eigentlich hatte man gemunkelt, dass es eine Frau wird, aber es ist ein sehr stattlicher Mann. Okay, dann... Etwas bubihaft, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Justin Bieber. Dann trete ich mal eben bei. Und für all diejenigen, die den Walkthrough mit Leon und Helena nicht gesehen haben, ist nochmal in der Beschreibung und hier irgendwo noch verlinkt. Und ja, ich denke, jetzt kommt mal ein Intro. Und das schauen wir uns mal an. Ja, wenn du mal endlich beitreten würdest. Ja, ich trete doch schon bei. Gut. So, hier nochmal schön die Steuerung und dann kommt auch schon das Intro. Oh yeah. Viel Spaß, Leute. Er war auf Aufklärungsmission. Alleine. Alle herhören. Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, yes, Sir. Finn, Statusbericht. Ja, Sir. Die Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent, unglaublich stark und haben die Eigenschaft, als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in drei Teams auf. Los! Alles klar. Ja, Sir. Du bist der Neue, hä? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Aber deine Kameraden decken dir den Rücken. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Ist er immer so inspirierend? Cool. Oh, und wir fahren direkt Panzer. Oder Auto, was auch immer. Feindbeschuss, Alpha-Team, Feuer erwidern! Oh. Feuer erwidern! What the fuck? Man merkt gleich, dieses Szenario ist actionspickt wie ohne Ende. Ja, man merkt sofort, Chris und Pierce stehen absolut für Action. Sind die Typen Zombies da vorne? Ich denke schon. Seit wann schießen denn Zombies? Was ist das denn für eine Unart? Das HUD hat sich auch wieder verändert. Ja, unser HUD sieht anders aus. Und ich muss sagen, also Pierce sieht einem etwas jünglichen Bubi. Wow! Dann machen wir es allein. Das HUD sieht cool aus. Alter, was ist das denn für ein Riesenviech? Wow. Im Ernst, was ist weg da? Wow! Okay, mutieren bei Schaden ist gut warum ausgedrückt. Warum zum Teufel hast du bitte schön eine Schnellfeuerwaffe? Ja, weil ich cool bin. Ich bin Chris. Aber die Typen hier erinnern mich so ein bisschen an, wie heißt das Spiel? Prototype. Ja, schon. Ich glaube, Pierce ist etwas eher für den, Fernkampf. Ich habe zum Beispiel eine Art Anti-Panzergewehr. Ganz ehrlich? Ja, mit Wärmebildvisier. Cool. Ich habe keine Ahnung, was ich habe, ehrlich gesagt. Ich muss mal eben gucken. Ich habe ein Messer, ich habe ein Gewehr, ich habe eine Pistole.
Was ich aber kritisieren muss, ist, dass beide Synchronstimmen echt schlecht klingen. Ja, die Synchronstimmen sind jetzt echt nicht so das Wahre, das stimmt. Die nächste wäre dann auch, dass sie an Chris ziemlich viel rumgedoktert haben. Wenn's jetzt von der Optik her? Ja, ist mir auch aufgefallen. Der sieht ein bisschen anders aus. Okay, den schalte ich mal schnell aus. Ja, mach mal. Ist der weg? Ja. Da oben ist auch noch einer drin, schau mal. Okay, den hole ich mir. Finde ich übrigens ziemlich cool, dass die verschiedenen Demos hier wirklich komplett anders sind. Habe ich dir gesagt. Wow. What the fuck? Vor mir sterben Menschen. Ja, warum sind wir dafür, nicht dafür verantwortlich? Ich weiß nicht. Sind das unsere? Das sind Kumpels, oder? Es ist ein Scharfschützengewehr. Ja, dann hol mal den da oben von der Brücke runter. Boah. Muss nach jedem Schuss immer nachladen. Oh, schau mal, da kommt noch so ein Typ. Der will uns umgehen. Nee, irgendwie klappt das nicht so ganz. Schau mal, von hinten kommt einer. Ja, dazu bist du zuständig, aber ich krieg den nicht weg. Ja, hab ihn. So, der hat wie einen Panzer. Also du hast ein Schnellfeuergewehr, ne? Ja, ich hab das Sturmgewehr, du hast... Ich hab ein Einzelschussgewehr. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich ein Sniper. Oder ein eher etwas für den Fernkampf. What the fuck? Wow. Ich bin gerade umgefallen, ich hab keine Ahnung warum. Boah, der Typ hier langweilt mich. Wie kann er dich bitte schon langweilen? Der hat ein Schild. Ja, deswegen ja. Okay, uns wird der Rücken gedeckt. Ist aber echt extrem actionlastig hier gerade das Gameplay. Finde ich irgendwie cool. Ja. Also ich muss sagen, das ist ein bisschen nach meinem Geschmack. Für was stand nochmal Leon und Helena? Für den Gruselfaktor. Ja, genau. Das finde ich kam da auch relativ gut raus, wenn man das jetzt mal hiermit vergleicht. Leon, Chris und Pierce war für den Action-Teil verantwortlich. Wow. What the fuck, was ist das denn für eine Scheiße? Es ist mutiert. Das war die Scheiße. Es ist zu einem Stinktier mutiert. Ich glaube, ich sollte danach vielleicht bahnen gehen. Wärst du mit bei? Was für ein Ding? Also mein Charakter muss danach dringend baden gehen. Ja, das auf jeden Fall. Oh. Da liegt noch Munition und Fähigkeitenpunkte und so ein Zeug und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Was die Fähigkeitenpunkte sind, müsste man uns mal erklären. Warte mal, hier vielleicht. Und meine Framerate bricht ein, mal wieder. Ach, tatsächlich? Ja, bis jetzt ist es bei mir. Okay, dann machen wir eben eine Aufnahmepause und ich lasse einfach mal laufen die Aufnahme und gucke mich hier ein bisschen um. Wird dann für mich leichter zu synchronisieren. So. Hopp, 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 hopp. Ich bin gleich wieder da. Schau mal, da ist ein riesen Flakgeschütz. Eine 50er. Wo? Hier. Ach so, da. Ja, okay, gut. Vielleicht dürfen wir die noch benutzen. Kann ich die Aufnahme wieder starten oder willst du runterziehen? Ja, starte, mach. Okay, 3, 2, 1, so. Yippie. So. Okay, würde ich sagen, machen wir eiskalt weiter. Yep. Alter. Nicht im Ernst. Wow. Ist das wie fett? Ist das ekelhaft. Oh, nee. Oh, das geht gar nicht. Alter, ich will das Flakgeschütz haben. Gib mir das Flakgeschütz. Ey, oh Gott, ihr seid doch krank. What the fuck? Au! Achso, ich kann mich schon entspannen. Wir müssen hier auf diesen komischen Schleimsack hier schießen. Okay, wenn ich das mal schaffen würde. Boah, der ist ja so hässlich, der Kerl. Weil, also irgendwie hat meine Abermedia-Version die Probleme, das Spiel gerade eben zu synchronisieren richtig. Eine riesige WoW verfolgt uns. Weil meine Framerate-Büsche sind extrem. Entferne die Barrikade, Sir. Ich komme so schnell ich kann. Selbst eine Neustart hilft nicht mehr. Sollen wir gerade nochmal pausieren? Nee, mach weiter. Okay. Hauptsache bei dir läuft's halt flüssig. Warte mal, ich nehme mal eben kurz die Leiter. Ah, ja. Zum Beispiel jetzt an den dunkleren Orten funktioniert's wieder einwandfrei.
Okay. Ja, hier funktioniert's wieder. Boah, schau dir diesen Drecksack an. Boah. Wow. Ich muss sagen, also das Monster sieht echt gut aus. Ich find's richtig hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verzieh mich mal eben gerade. Was ist das denn jetzt für ein Penner? Jetzt kommen da auch noch irgendwelche Typen angerannt. WTF. Wo bin ich? Jetzt bin ich wieder hier. Ach so. Okay, und jetzt kann ich ihn angreifen. Ach, wenn ich nur anständig zielen könnte. Okay, ich habe das Problem, es kann sich nicht richtig synchronisieren, sodass ich auch nicht richtig spielen kann. Deswegen werde ich die Aufnahme hier bei mir ausmachen. Und werde die Aufnahme bei dir nutzen, als beziehungsweise okay. Verdienen. Oh. Kein Problem, können wir gerne machen. Und oh, ich habe gerade ein Riesenproblem. Stopp! Bring den Typ doch mal um hier. Oh. Oh, das hieß ja wirklich hässlich. Das ist richtig ekelhaft. Warte mal, ich versuche mal eben den mit einer Granate irgendwie ein bisschen zu penetrieren. Handgranate am besten. Kannst du den mal eben ein bisschen ablenken irgendwie? Ich glaube, Drecksviech. Ablenken geht hier so richtig schön. Okay, dann jetzt werfe ich ihn ab. Jetzt, pass auf. Guck dir das mal an. Ernsthaft? Du kannst auf den drauf springen? Ah, verdammt, so langsam. Also ich krieg den Events sind geil. Oh. Huch. Spring am besten auf ihn rauf. Oh, und da sehen wir den Iswanji wieder. Oh, scheiße. Oh, what the fuck, ey. Wie schnell soll man da drücken? Hau den mal bitte ordentlich drauf. Der zerquetscht mich gerade hier ein bisschen. Ich versuch's gerade, aber. Geht doch. Okay, er hat mich ziemlich hart erwischt. Oh, verdammt. RB. Huch. Ah, ich versuche mich mal mit ihm zu messen. Okay, da kriegt man eben gerade mal eine Granate ins Gesicht. Verdammt, die kann ich nicht nach oben werfen. Was habe ich denn für eine Handgranate? So eine Handgranate, okay. Huch! Jupp. Ich komme mal eben zu dir. Versuch das. Ich versuche ihn hier gerade ordentlich kaputt zu machen. Alter, was für ein ekelhafter Scheißkerl. Unausstehlich. Oh, was ist das denn jetzt für einer schon wieder? Okay, jetzt aber. Warte, lass mich das machen. Ja, hau rein. Zeig dir mal, wie das richtig geht. Oh. Ich glaube, das müssen wir ein paar Mal machen, oder? Nee. Okay. Auf Route 4. Biester waren riesig. Ich wusste nicht, dass die BOWs so groß werden. Wir geben ihnen etwas Neues. Sie können Monster erschaffen, wie sie wollen. Also ich muss sagen, verdammt geil. Ich muss sagen, die Jungs hätten mal ein bisschen früher aufkreuzen sollen. Das Ding war fertig. ja, ist nicht so geil, ne? Und der Kerl schießt irgendwie unkontrolliert in den Boden. Sind das eigentlich auch Infizierte hier schon, ja, oder? Das ist eigentlich Las Plagas auf Deutsch. Zombies mit Kanonen, was soll das denn? Ich glaube, das Teil hast du gerade eben zerfetzt. Aber ich denke, das wird den meisten wird das definitiv zu actionlastig sein. Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich gerade ziemlich cool. Ja, ich auch. Aber wenn es jetzt das ganze Spiel wirklich so wäre, das wäre mir ein bisschen zu viel. Das schon. Aber daher bietet sich auch die unterschiedlichen drei Handlungsstränge.
Weil ich, wenn es einem keinen Bock macht, dann macht man halt das andere weiter. Das, worauf man gerade Lust hat, auch sozusagen eigentlich. Ich gehe mal die Treppe hoch. Oh nein, der mutiert wieder, dieser Drecksack. Das war eine Panzerabwehrmine. Der Panzerwagen ist hin. Ich versuche hier von hier oben ein bisschen... Huch. Ah. Okay, Matze. Ich habe es rausgefunden, wie ich auch schnell Feuer habe. Beim falsches Gewehr ausgewählt, nein, oder was? Beim Spielen, also beim Zielen Y drücken. Ah, okay. Das Fahnenkreuz aber dafür ist ziemlich... Unglaublich, aber gut. Hast du das gerade da nach oben geworfen? Das habe ich gerade da hochgeworfen. Warte, lass mich mal. Aufpassen! Granate! Hast du gesehen? Ja, hat nur nichts mehr gebracht, war schon alle tot dran. So, ich hüpfe mal eben die Leiter runter. Wow! Wow, wow, what the fuck, was habt ihr vor? Ach Gott, das nimmt kein Ende mehr. Ich glaube nicht. Wirklich. Aber wenigstens reden die nicht wieder so komisch geschwollen. Huch, ich bin leer. Komplett leer? Yep. Oh, das ist nicht gut. Ich hab noch ein bisschen was. Wow. Scharfschütze. Yep. Wow. Wo ist der? Der ist tot. Oh, okay. Es ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, so mit der Steuerung und allem drum und dran. Ja, Third-Person-Shooter auf der Konsole sind sowieso immer so eine Sache. Also finde ich zumindest. Du musst diesen Zaun beseitigen. Bin dabei, Sir. Bringe Sprengladung an. Na dann hopp hopp. Hopp, mach, Junge. Hat der gerade eben drum gestöhnt? Könnte sein. Vielleicht. Ich sollte mich vielleicht doch wegbewegen. Sich belustigt. Ja, könnte es weggehen. Ach, dafür braucht er Sprengsätze. Schwächling. Ganz ehrlich, Chris hat es geschafft. Hier kommen wir nicht durch. Chris haut da mit seinen Anabolika-Armen drauf und dann ist das Ding geritzt. Ich spreng den Waggon aus dem Weg. Oh Gott, nein, wir müssen ihn beschützen. Oh. Oh Gott, wie ich sowas hasse. Wo ist der Typ überhaupt? Ah, hier. Ja, Hilfe! Um mich rum explodiert alles. Ich muss mich erstmal orientieren hier, weil. Was sind denn die ganzen Typen? Hä? Oh. Ich muss unbedingt neue Munition finden. Also Munitionsmangel gibt's hier definitiv. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Das sind mir definitiv so viele. Hi! Hopp! Ich muss sagen, die Zwischensequenzen, wo man einen Gegner tötet, sind echt gut. Die Finisher sind echt ziemlich cool gemacht, finde ich. Oh, schau mal, da ist einer mit dem RPG. Ich arbeite so schnell ich kann! Halten Sie durch! Okay. Ja, arbeite ein bisschen schneller, du Penner. Ich versuche, mir zu krallen. Finn, das ist doch der Neue, oder? Yep. Wieso lässt man den Neuen sowas machen? Der Neue soll zugucken. Oh, ich glaube, der war... Der hat gesessen. Der soll im Wagen warten. Alter, die Typen hören nicht auf. Oh, ich muss sagen, das Scharfschützengewehr hat's in sich. Oh Gott, da kommt wieder so ein komischer Viech. Komisches Viech, komischer Typ. Wie auch immer. Okay, Granate. Oh, schau mal, das ist ja auch... What the fuck? Oh, Matze. Wo bist du? Wie lange noch, Finn? Fast fertig! Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Mensch, dabei. Steh auf. Boah. Oh, danke schön. Ich bin voll in zwei Raketen reingerannt.
Ich verziehe mich mal gerade. Ich kann kaum was ausrichten, das ist es ja. Bin schon wieder im Geschäft. Okay, ich bin dabei. Shit. Hi! Ich könnte auch ein bisschen mit Deckung arbeiten, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das ist so der beste Weg dafür. Bereit zur Sprengung! In Deckung! Wow. Zurück zu Finn. Los, Matze, renn! Ich bin unterwegs. Wo ist Finn überhaupt? Ah, da. Erhältlich ab dem 2.10.2012. Ja, meine Damen und Herren, das war die Demo für Resident Evil 6 im Walkthrough mit Pierce und Chris. Ja, also ich muss sagen, Pierce kam bisher noch in keinem der Resident Evil Teile vor. Er ist ganz neu. Genauso wie Helena neu ist. Aber man merkt gleich, dass die Gameplays unterschiedlich sind. Ja, die Gameplays sind von Grund auf unterschiedlich. Also ich muss sagen, bisher hat mir es sogar fast noch ein bisschen besser gefallen als das mit Leon. Aber es ist sicherlich auch Geschmackssache. Das Einzige, was da ein bisschen aufstößt, ist die Mangel an Munition. Also ich muss jetzt sagen, ich hatte keine Probleme. Ja, das... Bei mir ging es eigentlich ganz gut. Ich glaube, du hast mir die ganze Munition immer weggenommen. Ja, das kann gut sein. Aber an sich ganz gut, ganz okay. Ich hatte bloß jetzt ein paar Probleme mit der Aufnahme. Ja, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das kriegst du dann einfach von mir. Und yo... Ich würde sagen, das soll es auch zur Resident Evil 6 Demo mit Chris und Pierce gewesen sein. Haut gerne mal einen Kommentar unter das Video, wie ihr die Demo in diesem Walkthrough fandet, also mit Chris und Pierce, im Vergleich eben zu den anderen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir die Story mit... Mit wem spielen wir? Ich glaube, die nächsten sind Jake Müller, keine Ahnung, und Sherry. Und zu Sherry gibt's was ganz Tolles. Okay, und dazu dann das nächste Mal mehr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.